Eine Untersuchung hat einen eigenartigen Widerspruch ergeben. Menschen werden einerseits ängstlicher, was das Coronavirus angeht. Andererseits oder zugleich aber werden sie sorgloser, leichtsinniger, was ihr Verhalten im Alltag angeht. Wie geht das auf und wie ist das zu erklären? Das eine ist der öffentliche Bereich, der von der Nachrichtenlage beherrscht wird. Da besteht bei sehr vielen Menschen Grund zur Sorge. Das andere ist der private Bereich, wo viele einfach meinen, verschont zu werden, wo es etliche Leid sind, sich an strenge Vorschriften zu halten. So entsteht ein Widerspruch, der sich im privaten Feiern oder im Barbereich, Barbesuchen zeigt. Es heißt, ja, es ist alles schlimm, aber mich wird schon nicht treffen. Oder ich bin ja jung. Und wenn es mich trifft, trifft es mich nicht so hart. Leider ist das Wunschdenken. Verschont werden kann nur, wer sich impft und wer aufpasst. Wer sich schützt, wer sich vor sich selbst schützt. Sie haben Musik gehört. Hoffentlich einen Impuls, einen gedanklichen Impuls erhalten. Hat es Ihnen gefallen? Wenn ja, dann klicken Sie doch unten bei YouTube auf das Abo, auf den Abonnementsknopf. Damit unterstützen Sie uns und unterstützen auch die Verbreitung von Rallentando. Einen schönen Tag und auf einen nächsten Klick. Alles Gute!